Hallo und willkommen zu meinem Video. Heute Dr. Joe Dispenza auf Deutsch. Alle Informationen sind vom Buch Werde übernatürlich von Dr. Joe Dispenza. Und heute ist das Thema Herzintelligenz. Wie ihr sehen könnt, sind hier ein paar sehr missmutige und unglückliche Gesichter. Wut, Angst, Trauer, ja, und Sauersein. Also richtig negative Gefühle werden hier dargestellt. Also wenn wir so einen Frust oder so ein solche Gefühle empfinden, dann wird das Signal vom Herzen zum Gehirn inkohärent, wodurch ungefähr 1200 chemische Substanzen in den Körper geleitet werden. Und solche Zustände sind natürlich nicht schädlich, solange sie nicht länger als 120 Sekunden anhalten. Sie erhöhen sogar die Resilienz. Aber was passiert, wenn wir uns nicht von den Gefühlen befreien können? Was passiert, wenn wir ständig daran denken, an dieses eine Event, was wir hatten, wo wir so verärgert waren und so unglücklich, dass wir es kaum loslassen können? Das schauen wir uns jetzt an. Hier sieht man das. Wenn man also längere Zeit über Jahre hinweg nur dieses Gefühl hat, traurig sein, unglücklich sein, dann wird der Körper inkohärent. Und dies kann zu Problemen führen, zu körperlichen Problemen, Ungesundheit und dass man irgendwelche, ja, Langzeitkrankheiten bekommt. Ja, und in dieser, diese Überlebensemotionen ziehen vom Feld um den Körper herum Energie ab. Und wir fühlen uns dadurch abgetrennt und materialistisch. Denn der Fokus liegt nämlich auf der Materie und nicht mehr in uns selber. Wir passen nicht mehr auf uns selber auf, wie wir uns fühlen, und somit entstehen diese körperlichen Probleme. Ja, hier habe ich es nochmal geschrieben, weil unsere Energie und unser Fokus in der Materie liegt. Darum. So, einer der wichtigsten Erkenntnisse des Heart Math Institute lautet, was wir in einer Minute bzw. einer Sekunde zur anderen fühlen, hat Einfluss auf das Herz. Und unsere Gefühle und Emotionen sind wesentliche Aspekte, wenn es darum geht, die Herzintelligenz zu aktivieren. Das heißt, wenn wir plötzlich etwas ganz Schreckliches erfahren, zum Beispiel unser bester Freund ist im Unfall verunglückt oder irgendetwas anderes, dann hat das natürlich einen emotionalen Eindruck auf uns und wir werden sofort Trauer und Angst und ja, hauptsächlich Angst empfinden. Und das, wenn wir das längere Zeit dann so aushalten müssen, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf uns und auf unser Herz. Und deswegen müssen wir aufpassen, wie lange wir in diesem Gefühl verharren. Unser Herz ist nämlich das stärkste Magnet in unserem Körper. Es ist 5000 Mal stärker als das vom Gehirn erzeugte Feld, also was wir mit unserem Herzen fühlen, ist 5000 Mal stärker als das von unserem Gehirn. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen, weil das ist sehr wichtig, dass wir uns immer, dass wir darauf immer achten, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade im Herzen und kann ich das irgendwie vielleicht ändern? Kann ich irgendwas machen oder tun, dass sich das verändert? Ne? Und vielleicht mal eine Meditation machen einfach. Und einfach mal wieder in sich gehen und denken, ja, ne, das ist eigentlich, was ich fühle, innen drin, in mir, das ist das Wichtigste. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß und lasst bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Tschüss!